Kapitel 6. Gut genutzte Zeit. Little Italy, 26. Februar 1945. Vito Scaletta? Ja? Was wollen Sie? Ich verhafte Sie wegen illegalen Verkaufs von staatlichen Rationsmarken. Mitkommen! Einer von der Tankstelle hatte mich verpfiffen. Sie haben Mama so lange zugesetzt, bis sie verraten hat, wo ich bin. Aber sie wussten nicht, für wen ich arbeite, und ich hielt die Klappe. Henry besorgte mir über Don Clementi einen Anwalt. Ich saß schwer in der Scheiße. Obwohl, wenn die Bullen wirklich über mich Bescheid gewusst hätten, wäre es noch schlimmer gewesen. Als besonders schwerwiegend, angesichts der Tatsache, dass Sie den Staat um Ressourcen betrogen haben, zu einer Zeit, in der unser Land Sie am dringendsten benötigt. Mr. Scaletta, Sie als hochdekorierter Kriegsveteran. Der Mann war gut, aber nicht mal er konnte mich rauspauken. Der Fall war von Anfang an klar. 3 Monate später wurde das Urteil gefällt. Vittorio Antonio Scaletta. Für Ihre Straftaten gegen die Bürger dieser Stadt und dieses großartigen Landes verurteilt Sie dieses Gericht hiermit zu 10 Jahren Haft in einem Bundesgefängnis. Bundesknast. Diebe, Mörder, Kinderschänder, hier war alles vertreten. Der Abschaum der Menschheit. Los, in einer Reihe aufstellen! Bleibt genau hinter mir! Und bloß keine Dummheiten! So schnell kann's gehen. Gerade eben noch gut Geld verdient, jetzt im Knast. Und vor allem die Aufteilung hier, das sind natürlich die 40er, hier wurden noch sehr, sehr, sehr rassistisch und sowas. Zu rechts die Schwarzen, links von uns die Asiaten. Ich glaube, da hinten sind dann die Weißen. Los, jetzt bald! Willst du Ärger machen, du Hurensohn? Tut mir leid, ich kann... Was ist? Du nicht sprechen unsere Sprache? Ich bring sie dir bei! Was ist los? Gefällt dir das, du perverses Schwein? Los, jetzt steh auf und schieb deinen Arsch wieder in die Reihe. Jetzt bald! Hey, Blödmann, ich sag's nicht zweimal. Ab in die Reihe! Vorwärts! Stehen bleiben! Und rechts um! Da ist rechts! Sperrt die Lausche auf, ihr Arschlöcher! Mein Name ist Captain Terence Stone und das hier ist mein Gefängnis. Ihr seid hier drin gelandet, weil ihr keine Ahnung davon habt, wie man sich draußen anständig benimmt. Damit eins klar ist, euer Arsch gehört ab jetzt mir. Und ihr macht, was ich sage, oder ihr werdet es bitter bereuen. Wenn mir einer von euch dumm kommt, wird er sich wünschen, er wäre nie geboren worden. Ihr seid hier, damit euch jemand zeigt, wie man ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft wird. Und das machen wir. Okay, ihr Arschlöcher. Wir nehmen euch jetzt die Handschellen ab und dann schrubbt ihr euch mal den Grind vom Leib. Jawohl. Und jetzt dem Gänsemarsch mir nach. Ich höre sie.
Oh nee. Willkommen beim Friseur, Ladies. Ihr werdet gleich verflucht scharf aussehen. Hey, ich auch? Bei mir kann man nichts mehr abrasieren. Halt's Maul, Glatzkopf. Ja. So ist das halt im Knast. Okay, Abmarsch. Hey, du Saftsack, tu, was man dir sagt. Ja, erinnert mich ein bisschen an Shawshank Redemption. Das, ich kenne, sehr, sehr guter Film. Was auch um das Thema Knast geht. Hör zu, Süßer. Wenn du nicht tust, was man dir sagt, stecken wir dich ins Loch. Mir nach. Wo es auch um den Knast geht, auch zu einer ähnlichen Zeit. Wow, Alter. Oh, der ist aber ein bisschen laut. Hier kann man nicht schlafen, ey. Wenn man so laut ist. Hey, Mann. Alles cool? Aber man muss sagen, es gibt schon schlimmere Zellen, würde ich mal behaupten. Willkommen im Trautenhain. Rein mit dir. Licht aus! Und keinen Mucks, ihr Arschlöcher! Sonst lernt ihr mich kennen! Ja. Ah, das Wand wurde abgerissen. Naja. Auf jeden Fall sehr interessant. Im Film wird auch die These aufgestellt, dass... wobei, war es in dem Film oder habe ich das woanders gehört? Auf jeden Fall, dass diese Knastwerte, die ja schon sehr, sehr krassen Alltag haben, ne, mit die ganze Zeit... Ne, Schwerkriminelle bewachen und sowas, dass sie nach einer Zeit zu Sadist... Alter, ist das eine große Ratte? Ist das eine große Ratte gewesen? Okay. Also ich könnte hier im Zimmer nicht schlafen. Dass sie nach einer Zeit selber zu Sadisten werden und selber ein bisschen sehr krass sind, wie man gerade gesehen hat. Also sie auch nicht davor scheuen, richtig krass Prügel zu wenden, auch wenn niemand wirklich krass Probleme macht. Ich meine, die haben uns gerade verprügelt, weil wir kurz stehen geblieben sind. Weil wir nicht wussten, ob wir weitergehen sollen oder nicht. Also das ist schon krass. Naja. Ich glaube, tiefer kann man nicht fallen. Oh, hallo Ratte. Mein Zuhause für die nächsten 10 Jahre sah scheiße aus und roch nach Pisse. Da hätte ich mir noch lieber in Europa die Kugeln um die Ohren pfeifen lassen. 3 Tage später. 3 Tage lang geschah nichts. Dann erhielt ich die Nachricht von Joe, ich solle einen gewissen Leo Galanti kontaktieren. Er könnte mir hier drin helfen. Ohne Freunde überlebst du hier nicht lange. Na, da sind wir also. Ja, sehr, 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 sehr motivierende und aufbauende Gegend. Okay, fragen wir vielleicht mal ein paar Leute. Hey! Entschuldigung, wo ist denn Leo Galanti? Gehen am anderen auf den Sack. Was ist mit dem da hinten? Weiß der das vielleicht? Oh. Nein, weiß er nicht. Moment. Hey, ich muss mit Leo Galanti reden. Welcher ist denn das? Zieh Leine! Vor allem das Magazin lag neben dem. Hat er erstmal gefuckt und ist dann eingeschlafen, oder was? Was ist mit euch beiden? Ich will zu Leo Galanti. Hey, Freundchen. Zitter ab. Was ist mit dir? Hey, ich muss mit Leo Galanti reden. Welcher ist denn das? Ach, der alte Knacker, der den ganzen Tag Schach spielt. Was ist mit euch, Leuten? Alles cool? Okay, ich bin anscheinend nicht gewünscht. Komm, Mann! Weiter! Weiter! Nicht schlapp machen! So. Schöne Grüppchenbildung hier. Was meinst du? Kannst du mir den Scheiß beibringen? Den kenne ich doch. Du bist der Ithaca, der mit Barbaro bei dem Juwelier war. Wegen euch sitze ich in diesem Drecksloch. Nein, du sitzt, weil du ein bescheuertes Arschloch bist. Wisst ihr was, Jungs? Meine Ma hatte recht. Es gibt einen Gott! Und er hat dich hergeschickt, damit ich dir heimzahlen kann. Du Dreckskerl.
zwar mit Zinsen! Gar nicht mal so schlecht. Wie wär's mit der Wette? Mach ihn fertig, Johnny! Tritt in den Schädel ein! Yeah, reiß ihm seinen Spaghetti-Fresser-Arsch auf! Hey! So aber nicht. Das wird doch einfach... Auf ihn! Schlag ihm die Zähne aus! Ich verputze dich zum Frühstück. Hey. Hast du ein paar Schwuchteln zum Frühstück? Weg da! Okay, seht ihr das auf? Los, auseinander! Ihr beide kommt in Einzelhaft! Jetzt hast du ein wenig Zeit, darüber nachzudenken, was du getan hast. Zusperren! Na gut, O'Neill hat mir fast die Rübe abgeschlagen, aber ich habe mich gewehrt und glaubt mir, im Knast zählt das eine Menge. Zwei Tage später. Wie lange wollen Sie ihn noch da drinnen lassen? So lange, bis er seine Lektion gelernt hat. Ach, wen interessiert das? Ist er fit genug, um zu boxen? Denk schon. Nach der Prügelei im Hof haben ihn die Jungs nicht mehr so hart angefasst. Da ist er drin. Aufsperren. Komm in die Gänge, Scaletta. Da will dich jemand besuchen. Mein Name ist Leo Galanti. Ich habe gehört, du willst mich sprechen. Ja, einer von Clementis Jungs hat mir gesagt, sie könnten mir vielleicht weiterhelfen. Scheiß auf Clementi. Ich bin nicht für den Schutz seiner Leute hier drin zuständig. Aber ich habe gesehen, wie du den Ian O'Neill bearbeitet hast. In dir scheint was zu stecken. Komm mit, Kleiner. Alle mal herhören. Das ist Vito. Er gehört jetzt zu uns. Pepe hier hat einen wichtigen Kampf vor sich. Gegen O'Neill. Er braucht einen Sparringpartner. Und nach dem, was ich im Hof gesehen habe, bist du der richtige Mann für den Job. Du hilfst uns ein bisschen, Junge. Und als Gegenleistung stehst du ab jetzt unter meinem Schutz. Wer weiß, vielleicht lernst du ja auch das ein oder andere dabei. So ein Angebot kann ich kaum ausschlagen. Ich mache keine Angebote. Okay, Männer. Dann gehen wir die Sache mal an. Okay, heute arbeiten wir mal an deinem Konterschlag. Vito, verpasst Pepe ein paar Schläge. Versuch, sein Riesenkind zu zertrümmern. Pepe, du weichst dem Schlag so aus, wie ich es dir gezeigt habe. Nutz den Schwung und schlag dann zurück. Also, dann legt mal los, Jungs. Hey. Gut, Pepe. Zieh dein Riesenkinn ein, verdammt! Los! Pepe, denk an deine Beinarbeit! Alles gut! Wow, jetzt bin ich platt! Hey, ist das hier Sparring oder Kampftraining? Wir disponieren um, Champion. Der Junge hat Feuer im Blut. Und deshalb trainieren wir jetzt Konterschläge. Okay, Vito, kriegst du das nochmal hin? Das kann dir im Ring eine Menge bringen. Die meisten Typen rechnen nicht damit. Nur unser Pepe, der rechnet mit allem. Der gute Pepe, der ist ein guter. Hey. Der saß. Hey, hey. Mist, das muss wehtun. Nicht schlecht, Leute. Zeig mir noch mal zwei davon. Autsch. Okay, boom. Noch einen Vito. Weißt du was? Mein Controller ist fucking aus. Beziehungsweise meine Batterien sind leer. Ich werde jetzt neue Batterien holen. Also hören wir uns gleich wieder. Freunde, ich bin wieder da mit neuen Batterien. Das ist natürlich ein Nachteil, wenn man... Ich muss die erstmal richtig hinsetzen. Wenn man ein neues Controller hat, ohne Kabel quasi. Weil dann braucht man natürlich immer neue Batterien. Was ziemlich blöd ist. Deshalb, ich weiß auch nicht, ob ich meinen PS4-Controller hier anschließen kann. Weil der theoretisch einen USB-Anschluss und müsste eigentlich hier dran kommen können. Was ziemlich geil wäre. Aber na gut, muss man mal gucken. Moment. Na also, du lernst schnell, Kleiner. Okay, Jungs, für heute reicht's. Gute Arbeit. Wie gut kennst du Clementi eigentlich? Ich bin ihm nie begegnet. Ich hatte nur mit Henry Tomasino und Luca Gorino zu tun. Unglaublich, der Schwanz Lucha Gorino lebt also immer noch. Was hattet ihr für eine Abmachung?
Wir erledigen ein paar Jobs für Sie und werden in der Familie aufgenommen. Für 5 Riesen. Was? Sowas ist typisch für Alberto. Er kriegt den Hals einfach nicht voll. Warum? Ist das mehr als üblich? Ja, genau 5 Riesen mehr als üblich. Man muss nichts bezahlen, um aufgenommen zu werden. Man holt dich in die Familie, sobald du bewiesen hast, dass du loyal bist, was einbringst und dass du mit dieser Art Leben, naja, klarkommst. Jedenfalls sind das äußerst interessante Neuigkeiten. Wenn das rauskommt, werden Alberto und Luca einiges erklären müssen. Und wem? Vergiss es. Wir reden ein andermal darüber. Alter, das fällt mir jetzt erst jetzt auf. Das ist doch Dingens. Los, nochmal 20. Das ist doch Norbert Gastel, der Sprecher von dem alten Dingens, dem alten Knacker. Wie heißt der nochmal, der alte Gut, Knacker? Genau so. Ne, der Herr Galanti heißt er ja, glaube ich, ne? Das ist doch... Weiter so. Ne? Ihr wisst schon, der Homer Simpson-Sprecher, der ja jetzt gestorben ist. Dass mir das erst jetzt auffällt, ey. Los, nochmal 20. Fuck, Mann. So, ach Moment, wir sollen jetzt trainieren, oder? Okay. So. Hey, wie geht's? Ich heiße Vito. Genau so. Ah, Sam, freut mich. Oh, tiefe Stimme, ey. Sieht gar nicht so aus wie so ein, mit so einer Stimme. Weiter so. Hey, komm. Woher weiß der alte Galanti so... Warum spielen wir eigentlich auf Deutsch? Na so. Kann man gleich die Stimme einstellen. Kann man gar nicht. Achso, deshalb spiele ich auf Deutsch. Habe ich mich gerade nämlich schon gefragt, hey, warum spiele ich denn auf Deutsch eigentlich? Warum ich nicht auf Englisch spielen kann? Los, nochmal 20. Und mit dir? Gute Arbeit im Ring, Kumpel. Wenn du so weitermachst, bist du bald bereit für einen echten Kampf. Gut, genau so. Sonst nicht viel zu tun hier, weißt du? Ich rede mit allen. Wie geht's? Wie geht's, Vito? Ich heiße Sal. Was nicht übel im Ring. Ach, hier sind nette Typen, ey. Soll man mal sagen, die Leute im Knast sind nicht schlecht. Hey, wie geht's? Ich bin Vito. Weiß ich. Ich bin R. Freut mich. Freu mich, ey. Hast du Lust zu boxen? Klar, warum nicht? Gut, genau so. Okay, legen wir los. Okay, aber mach sachte. Ich bin kein Profi wie du oder Pepe. Weiter so. Okay, fangen wir an. Los, nochmal zu. Leute, versammelt euch, hier ist ein Kampf. Gut, genau so. Machst du nicht weiter? Nö. Weiter so. Ja, das reicht mir fürs Erste. Okay, wie du willst. So, wir sollen, glaube ich, nicht gegen den kämpfen, sondern gegen ihn hier. Los, noch mal freiem Überkörper. Pass auf, wo du hinläufst, Guaylo. Hättest du Augen statt Schlitze, hättest du mich vielleicht kommen sehen, Arschloch. Galanti, hinterhältiger weißer Teufel. Mr. Wu, schön, Sie zu sehen. Hinterhältig? Ihr habt auf euren Mann gesetzt und verloren. So läuft das nun mal in diesem Land. Dann Wu bietet dir Rückkampf an. Ich denke, das lässt sich einrichten. Hast du Lust, Vito? Gegen den Chinesen? Gib ihm den Trittleiter und schick ihn vorbei. Da hörst du es, Wu. Ihr kriegt euren Kampf, wie gewünscht. Aber diesmal keine Chop-Sui-Mätzchen, verstanden? Pass auf, diese Schlitzaugen sind flink wie Wiesel. Es bringt nichts, gleich wuchtige Schläge anzusetzen. Den weichen sie aus. Okay, was soll ich dann machen? Viele schnelle Schläge, damit er müde wird. Dann vergisst er seine Deckung und du haust voll drauf. Ab jetzt, zeig denen, was du drauf hast. Hey, kriegt Vito einen Glückskeks, wenn er euren Mann zum Frühstück verputzt hat? Okay. Es ärgert mich echt, dass mir es jetzt auffällt, dass es der Homer Simpson-Sprecher ist. Vom alten Mann. Warum fällt mir es jetzt auf? Na gut, habe ich wahrscheinlich nie richtig darauf geachtet. Okay. Shit. Come on. Oh. Ja, hätte fleißiger üben sollen. Schon. Sein Meister nicht wird zufrieden sein. Aha, das nicht passiert, wenn er im Stil des Tigers kämpft.